Ja, ich denke mal so. Warum packt ihr nur noch 15 ein? Ich dachte gerade, was ist mit euch kaputt? Gut, die füllen weiter auf. Aber natürlich füllen sie nicht mehr von hier aus auf. Das ist jetzt nervig. Ich habe da eine tolle Idee. Machen wir mal Folgendes. Euch mal kurz weg und wieder hin, mal sehen, wenn wir die AI resetten. Hilft das absolut nichts. Hat wieder einer Steine liegen lassen. Aber die Ebene ist auch fast weg, bis auf zwei, drei Würfel. Was ist ja eigentlich der einsame Würfel da? Auch wieder ein Stück Treppe. Ja, wir sind ja eine Ebene tiefer jetzt. Also die vierte Ebene schon weg. Fehlen noch 1, 2, 3, 5. Ja. Sieht mir diese Umrandung auch irgendwie lustig aus. Ah ja, mir wäre es gewesen, wenn sie hier anständig auffüllen würden. Und nicht nach dem Käseprinzip alles voller Löcher. Aber ich bin ja selber schuld, ich hätte nichts sagen sollen. Ja, es läuft wenigstens alles gut. Also ich kann ja auch gerade... Was gibt das jetzt fertiges?
Ach, du bist nur dafür da, um... Danke, ihr Lieben. Sammelt die Steine auf. Meine Güte. Das ist auch was, was ich arg komisch finde. Wenn sie 10er Stack Steine aufnehmen sollten, dass sie dann auf einmal nur einen Stein aufnehmen. Und ja, wie gesagt, das hier ist auch sehr merkwürdig. So, echt nach dem Motto, die AI oder die KI von den Brickfonts sagt, nimm nicht das nächste Feld. Also, die Abfolge ist, geh zum nächsten Stockpile mit Steinen. Das scheint ja zu funktionieren. Weil sie nehmen meistens erst aus denen hier raus, bevor sie nach da hinten gehen. Aber wenn er dann die Steine hat, dann anstatt dass es dann heißt, gehe vom Steinstockpile zum nächsten freien Feld, das er auffüllen soll. Na dann, gibt da lieber random irgendein Feld. Teilweise welche, die gar nicht mehr wirklich frei sind. Oder ein anderer kurz vorher kommt und es auffüllt und der dann kurz doof dasteht. Und überlegt, hey, was soll ich jetzt machen? So, gut. Vor allem, ich finde es auch lustig, wie sie hier oben die Löcher reinkriegen. Das da unten, ja, aber warum da? Warum da ein Loch reinmachen? Das nennt man Gimmick. Also negatives Gimmick. Guck, jetzt haben sie bis hierher aufgefüllt. Kennt, wo dein Lied hat irgendeiner jetzt den Stockpile geleert? Ja, scheinbar. Irgendwie sieht das interessant aus mit den einzelnen Holzdingern, die da dazwischen rausragen und flupp abgedeckt. Stockpile sieht noch einigermaßen in Ordnung aus. Sie haben ja auch viel weiter zum Laufen mittlerweile. Na, hier liegen gerade keine Steine in der Gegend rum.
Also ja, dieses Spiel hätte viel mehr Liebe gebraucht und verdient viel mehr Feinschliff und Polishing. Und Bugfixing vor allem und Optimierung. Aber da warten wir ja schon seit über 2 Jahren vergeblich. Also ich würde jedem meiner Zuschauer jetzt empfehlen, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, dann kauft es im Sale. Dann ist es es wert. Aber zum Vollpreis. Und ja, das sagt einer, der es nicht mal für den Vollpreis als Baker gekriegt hat. Ich mit meinen 12 Dollar, die es damals waren. Oder waren es 15 Dollar und ich habe und es waren umgerechnet 12 Euro zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Und ja, man sieht, wir haben schon viel Zeit allein schon in dieses Projekt hier gesteckt, auch wenn wir nicht viel was getan haben, was in der Burg gleich kommt. Also gar nichts, außer den 10 Ziegeln hier. Oh, schön. Wir haben bald voll gefüllt hier. Das war jetzt soweit. Ah, das war verschoben. Ach, wisst ihr was? Machen wir es einfach so. Machen wir es doch jetzt einfach so. Und füllen erstmal hier auf. Dann habt ihr wieder mehr zu tun. Ja, wieder tolle Tetris-Bausteine. Einfach mal so mit drin angefangen, oder? Ja, wieder so mit drin angefangen. Oh, hier haben wir bald die 5. Ebene weg. Ist doch die, ja, ist die 5. Das heißt, wir haben die Hälfte schon weg. Wieder mal.
Und ja, ich muss sagen, das dauert trotzdem gefühlt ziemlich lange, das hier alles aufzufüllen. Mal gucken, ob wir heute überhaupt mit der Deckschicht hier fertig werden. Also ich glaube, mit den nächsten Säulen können wir dann erst in der nächsten Folge beginnen. Das ist übrigens auch praktisch. Wobei heißt das, die Säulen hier sind zur Erde verschmolzen? Will sich nicht zählen. Wie sieht denn das hier drüben aus? Ziemlich seltsam. Warum ist da ein Erdloch? Und ja, das hier kennen wir ja. Ich möchte mich gerade bei den Epileptikern entschuldigen. Das war so nicht gedacht. Okay. Ja, das sind echt interessante Formen, die sie da zustande bringen, je nachdem, wie man sich dreht. Also ja, wenn ich gucken möchte, wahrscheinlich, wo die Hölzer sind. Runter. So. Ja, aber ich glitsche schon wieder hoch. Ja, hätte es mir doch vielleicht irgendwie schon mit Dummy-Dingern markieren sollen. So. Aber hier kann ich jetzt machen, was ich will.